So. Aber okay. So, die haben jetzt genügend Stunk gemacht. So, und die 400, die wir für den einen Gourmet-Luma investiert haben, die sind jetzt auch schon fast wieder drin, ey. Wusch. So. Dann haben wir ja hier soweit alles. Dann können wir jetzt ja hier hin. Die Bowser-Kopf-Galaxie. Ne, die Robo-Fabrik. Bowser Juniors Robo-Fabrik mit Bowser-Kopf. Mann, ist das ein hässlicher Planet. Ist da nur eine Mission? Der dreibeinige Riese. Warum auch mal dreibeinig? Oh. Bosszeit. Staubsaugerzeit. Zeit. So. Okay. Alles ein bisschen metallisch hier. Robo-Goomba. Achso. Tatsache, Robo-Goomba. Komm mal her. Komm mal her. Das ist zu offensichtlich. Das ist zu offensichtlich für meine Welt. Schade, dass sie nicht mehr bringen eigentlich. Staubsauger, ne? Du bist weit gekommen. Aber für einen wie dich brauche ich nicht mal die Hilfe meines Vaters. Los, Megabein! Zeig ihm die Macht des großen Sterns! Uh-oh. Moinsen! Moinsen, Staubsauger! Du kommst zu einem guten Zeitpunkt, nicht? So, wie gehst du? Wie funktionierst du? Soll ich dir aufs Dach steigen? Nee, du willst stampfen! Ich kann da hoch und er rastet dann aus. Dann kann ich hier hoch. Der rastet auch aus. Dann kann ich hier hoch und die Zahnräder hochkraxeln. Okay. Diese Pfeile machen es mir aber auch nicht sonderlich kompliziert. Oh oh, ich glaube, da rastet. Ja! Gib mir der Wand! Boah, gibt das hier viele? Ist ja geil, wenn hier mal so ein Kugelvideo auch ankommen würde. Oh Gott! Na, hier? Ach schade, ich hätte gedacht, ich hätte das direkt so machen können. So, komm mit. Ach, der erneuert die Wände. Aua. Der erneuert die Wände immer wieder. Okay, gut, gut. Nein! Shit, da ist einer weggegangen. Komm, hier. Nein, wieso gehst du kaputt, du Dummkopf? Komm her. Ach, shit. Okay, ich muss euch... Gecheatet! Was sagst du dazu, Arschloch? Dran vorbei gehackt. Hacks! Jetzt krieg ich gleich Monitor in die Fresse. Geil, und den ersten großen Stern. So läuft das Spiel doch. Map, Mappy Map! Map, 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 Map! Das ist aber echt ein großes Teil, ey. Echt ein Riesenstern. Volles Riesenockenteil. Ich kann fliegen! Geil! Kamehameduken! Yay! Cool! Galaxie komplett! Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Im Badezimmer. Wie sieht's aus, Rosalinda? Kommst du mit? Na okay, gut. Dies ist unser Kraftfeld. Es zeigt die Kraft der Sternwarte an.
Wenn du große Sterne zurückbringst, kehrt die Sternkraft zurück in das Kraftfeld und das Kraftfeld wird größer. Okay, gut. Die Sternwarte des Kometen kann mit dieser Kraft durch das Universum fliegen. Das ist cool. Wenn die ganze Kraft zurückgelangt ist, können wir bis zum Zentrum des Universums reisen. Das ist der Ort von der aus der, der fernste Ort im Universum. Eine neue Kuppel wurde aktiviert. Also ich stehe auf dieses penetrante Piepen. Wir nennen die weiter befreite Kuppel unser Badezimmer. Die Karte, die wir vorhin gezeigt haben, zeigt nicht nur die Kuppeln, sondern auch die entdeckten Galaxien und verschiedene Infos. Wenn du vergisst, wo du Kuppel findest, komm einfach und frag mich. Nö. Glaub nicht, dass das nötig ist. Aber wisst ihr was, ein bisschen machen wir noch. Bisschen minor. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal, die Kuppel haben wir glaube ich ja so gut wie abgeschlossen. Machen wir noch ein bisschen was im Badezimmer. Mal gucken, was uns da jetzt so erwartet. Ich meine, jetzt wird es auf jeden Fall garantiert schon anspruchsvoller. Das sehe ich ja kommen. Schnee. So. Und wo habt ihr hier das Klo? Hallo? Okay, wir haben einmal die normale Galaxie, die wir mit 9 Sternen entdecken können. Und zwar die Sternstaubgalaxie. Und wir haben einmal dieses Bonus-Ding hier. Mal gucken, was das ist. Testball. Oh, Testball. Da kommen Erinnerungen zurück. Da kommen noch Erinnerungen zurück. Das war auch ziemlich schwierig. Machen wir das mal. Testball. Wundersame Reise des Sternballs. Wir sind Sternbälle. Wir können sowas. Na, 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 na. Ja, wir spielen Golf. Schummelgolf. So. Hey, hey! Wenn du auf den Sternenball springst, willst du, hör gut zu, das Schild hilft, was Schild hilft dir zu sagen hat. Also, spring auf den Sternenball. Sofort! Okay, gut. Ja. Ja, aufgrund der Haltung, ja, jetzt darfst du dich so bewegen. Achso, jetzt darf ich das lesen. Das ist ja unter einem Nagel die Sternballrolle, um dich zu bewegen. Mit A springst du. Wenn dir jemand im Weg ist, überrolle ihn einfach. Nun, Erfahrung ist die beste Lehrmeister. Probier mal. Ja, okay, gut. Wow, 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 wow. Ungewohnt. So, und jetzt können wir auch einfach alles plattrollen, wie Goombas. Komm her. Komm her, komm her. Ich will einfach nur runter. Ich find's auch geil, wie sich die Musik ändert, je nachdem, wie schnell das Ding ist. Das ist irgendwie toll. Tolles Gimmick, wenn ihr mich fragt. Und da drüben ist was. Das will ich haben. Oh, 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 oh. Wow, ich kann mich nicht zurückneigen, nicht wirklich. Wieso sollte ich das Leben da wollen? Das ist so riskant. Wow, wow, wow. Live and unplugged, Leute. Live and unplugged. Oh, Moment. Hey, der ist in seinen Mord gerannt, nicht ich. Das kann ich, das kann ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah! Oh Gott! Live and unplugged! Beim ersten Versuch! Ihr kennt mich, Leute. Live and unplugged. So erkennt ihr mich. Ich schneid nichts raus hier. So. Live and unplugged winning. Du, du, ich hab's geschafft. Geil, ich hab's geschafft. Geil. Ist echt schon 1 Uhr schon wieder? Was? Wo geht die Zeit, ey? Ich wollte heute noch so viel machen. Galaxie komplett.
Ach, neue Galaxie entdeckt, auch gut. Wieder im Badezimmer. Nur weil ich die erste komplett durchgemacht habe, also... Finde ich gut. So, einmal hatten wir die. Und die können wir ja schon mal aktivieren. Ey, mit drei haben wir schon wieder den nächsten Boss. Kampffelsengalaxie. Wir machen aber erst die Sternstaubgalaxie, weil uns das befohlen wurde. Jo, ich mache auch eine Kuppel nicht erst. Ich höre da nicht eher auf, ehe ich nicht alle Sterne da habe. Der Sternenregenpfad. Okay, das klingt böse. Sieht aber geil aus hier. Mitten im Müll des Universums. Oh, die Musik. Oh, die schön. Oh, die Musik ist so schön. Achso, oh, achso, ich soll einfach loslassen. Wunderschöne Musik. Also ich fühle mich da ja direkt ganz heimisch. Ich fühle mich so entspannt und so... So gelassen. So ruhig und gelassen. Oh, geil. Oh, ich liebe dieses Spiel irgendwie. Warum habe ich es damals nie zu Ende gespielt? Ich muss dumm gewesen sein, ey. So, und... Pam! Voll durchgebasht. Ich treffe die Dinger nicht. Geil. Lasst euch einfach mal kurz von der Musik berauschen nebenbei. So, ich hoffe, ihr habt diesen kleinen Moment der Stille mal genossen, weil ich fand gerade einfach die Musik zu schön. Da wollte ich nichts sagen. Ich fand die Musik einfach gerade zu geil. Wow. Ich habe meine Brille verloren. Typisch Goomba. Aber dann einen töten wollen. So. Na, Nanu? Der Kapitän? War wohl wieder der Erste auf der Flucht, was? Wow. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hätte die anderen Freunde. Wie habt ihr das überhaupt gemacht, so einzug? Wo ist der Powerstern? Weiß ich nicht, das müsst ihr wissen, ihr Dummköpfe. Nix ist hier bei euch verlasse, ey. Da-da-da-da! Mario, der Toad-Suchstrupp eilt dir zur Hilfe! Wir haben eine Abkürzung zum Powerstern entdeckt, also verwende die Sternringe hier oben auf dem Pilzschiff. Geil! So. Hui! Oh, das sieht irgendwie kompliziert aus. Oh, die Musik ist auch der geil. Oh. Nee, das ist irgendwie sau cool. Sau episch, ey. So. Oh, okay. Das ist böse irgendwo.
Was mache ich denn? Was mache ich denn? Och, ich bin ja auch doof, ey. Wieso springe ich so doof? Ich habe noch 16 Leben, also bitte. Die werde ich hier wohl kaum alle verbraten. So schwer ist das nicht. Das war jetzt gerade nur dumm von mir. Ich geh mal erst die anderen Wege hier. So, hier ist nämlich auch direkt einer. Vielleicht sollte ich auch nicht so unbedingt aus dem Nichtstand. Ich meine, eben bin ich einfach so aus dem Stand gesprungen und das war ja der Fehler. Achso, ich dachte, ich müsste da sprengen. Ganz vergessen. Stell dir mal vor, diese Blöcke hier, die wären so böse und würden einfach mal so ihre Position ändern, ey. Das wären richtige Trollblöcke. So. Okay. Und jetzt darf ich ganz wieder zurück, ey. Ja, man kann ihn mir natürlich nicht direkt geben. Ich muss erst wieder ganz zurück. Natürlich. Das heißt, ich habe wieder die Gelegenheit zu rutschen, auszurutschen und zu sterben. Aber das passiert mir nicht. Nicht in dieser coolen Galaxie. Hier. Na, 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 na. Geil. Hab's geschafft.